weiter geht's mit FIFA und wir machen wieder weiter mit dem nächsten Spiel und das heißt Pokal. Der Titelverteidiger greift ein in der ersten Runde. Auswärts sehen wir in Wiesbaden. So, na gut, das ist uns ein Drittligist. Also. So, das heißt, ich werde ihn. Kann ein bisschen rotieren. In der nächsten Runde. Zumindest nicht überall rotieren, aber ich kann ein bisschen rotieren. Ich kann auch den Jungs mal ein bisschen die Chancen geben. So, Krüger wieder auf der rechten Seite. In Verteidigung denke ich mal mit Dragovic und Mustafi. Ist vielleicht gar nicht so schlecht eigentlich. Weil die hat gegen Dortmund haben die echt zugemacht da hinten. So, Robin Hack vielleicht mal für De Russo mal reinwerfen. Stürmer Ganvula für Terotte. Tutschu mal auf die Bank setzen. Ah, einfach mal auch ein bisschen durchrotieren, ne? So. Und dann spielen wir das Spiel. Wir wechseln einfach mal die bisschen die Elf. Mal ein bisschen rotieren, dass mal der eine oder aus der zweiten Reihe da mal ein bisschen die Chancen bekommt. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, wie gesagt, Pokalspiel, erste Runde auswärts bei Wien Wiesbaden. Und ich hoffe, dass wir das Ding nach Hause fahren. Wir sind immer ein Titelverteidiger, ne? Und wir wollen natürlich wieder nach Berlin. Mal gucken. Der Regen will heute einfach kein Ende nehmen, liebe Fußballfans, aber ich begrüße Sie dennoch sehr herzlich zu dieser heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Könnte ein klasse Spiel werden. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf, aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssten das hier eigentlich machen, müssten das Weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben sie. Mark Leis, die Nummer 15, Petersen Schato. Der SVW in Wiesbaden hat sich für diese Aufstellung entschieden. Sie stehen, was die taktische Marschroute angeht, immer enorm tief, Buschi, auch heute wieder. Ja, es geht einfach eher ums Tore verhindern als ums Tore schießen. Das ist eine sehr, vorsichtig ausgedrückt, defensive Ausrichtung. So, wie gesagt, auch wenn wir jetzt im Pokal tatsächlich verlieren sollten, wenn ich das Spiel nicht möchte, dann ist es einfach so. Ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Ja, ich habe einfach mal ein bisschen rotiert, mal ein bisschen was. Probiere einfach mal ein bisschen was aus. Dragovic, Kolasinac und McKennie, das sind so die drei, die noch übrig geblieben sind aus dem Dortmund-Spiel. Und der Rest ist einmal komplett neu. Auch der nächste Neuzugang, Josef Elles von Hannover 96. Übrigens heute in der Innenverteidigung. So, wir sind Favorit und wir wollen natürlich das Ding hier nach Hause fahren. Und Wien Wiesbaden will natürlich uns als Titelverteidiger ein Bein stellen. Einen Gegenangriff. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. So, jetzt versuchen wir es mal. Aber die Außenlinie, Robin Haag, der jetzt. Klasse Pass! Ah, die erste kleinere Situation, aber das kriegen die hin. So, und jetzt öffnet der Schwede da außen weg. Der ja in der Wirklichkeit momentan in Rostock spielt. Ist ja mit an der Rostock gewechselt. Und da gibt's müsste. Der kann sogar schon gelb geben. Die erste Situation, erste Foul, nur 7 Minuten schon.
ob das jetzt schon Geld gibt vom Schiedsrichter. Aber ich glaube, er sagt jetzt erstmal ein bisschen ruhiger, rein, passt so. Sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das nächste Mal ist es dann die gelbe Karte. Der Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Jetzt vielleicht. Abseits, abseits. Zu früh gefreut und der Schiedsrichter hat schon die, Pfanne gehoben. Schau nochmal mit drauf, Buschi. Ja, spätestens hier zu sehen. Und ja, es ist übrigens die richtige Entscheidung. Völlig richtig. Ja, da wird uns das 1-0 weggenommen durch Gambula, der Pokalheld aus Berlin. In seinem Doppelpack gegen die Bayern hat er uns überhaupt ins Elfmeterschießen gebracht und am Ende zum Pokalsieg. Aber jetzt, Sava, müssen halt in der 2-3 ziehen und Terodde halt jetzt da vorne drin. Einer ist der. So, normalerweise hätte da nämlich auf Winter pfeifen müssen, weil es ein Foul war vorher. So, okay, nächste Ecke. McKennie, der ja ein Angebot aus von der Villa hat, oder vorliegen hatte, aber die waren bereit, maximal 20 zu bieten und ich habe gesagt 30 Millionen und kein Cent weniger. Jetzt an eine vorbei. Krüger! Wichtiges Tackling hier. Ja, momentan immer noch 0-0 nach 20 Minuten. Das erste Tor ist ja schon gefallen eigentlich, aber da sagte der Schiedsrichter, aber abseits war auch zu Recht und damit ist das Thema auch erledigt. Oder Sinac. Hack. 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 Gibt es das denn? Aber der nicht. Das war natürlich eine Riesenchance. Das war aber zu wenig. Das war zu schwach. Den hält er. Jetzt der Ballverlust. Krüger. Ja, Krüger, der. Chance zur Führung. Gut dazwischen gegangen. Immer ja, den Querpass, den haben sie da gut abgefangen, die Wiesbadener. Momentan tun wir uns doch gegen den Drittligisten. Schwer, Alter. Ja, ich sag ja, das kann alles. Wir haben eine rundum erneuerte Truppe da stehen. Sicherheit kontrollieren Sie die Partie gerade. McKennie. Ja. Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentar. Und jetzt der Ball, Gambula. Gambula, der muss den leider alleine spielen und macht es auch. Und in der 34. Minute ist es dann passiert, das 1-0 für uns. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. So, jetzt Mr. Pokal. Können wir uns nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Ja, auch am Spielfeldrand große Freude über diesen Führungstreffer. Ja. So, dann haben wir dann also die Führung für Schalke. Den für ersten Schalke Schritt schon mal gemacht. Die Nummer 19, Silver Gandula. Ja. Und das gibt Ecke. Da waren wir nämlich noch dran. Jetzt gibt's eine Ecke. Und die Führung noch mal eine Wiederholung. Wir hören es, die Fans hoffen auf den Ausgleich. Nee, nee, nee. Schade. Also das ist ja schade, gut für uns, dass der weit weg geht. Das ist doch harmlos. Ich glaube, an diesem Rückstand lässt sich noch einiges drehen, aber wenn das was werden soll, dann müssen mehr Chancen her, sie müssen insgesamt gefährlicher werden. Ja, und das ist mir aber auch herzlich egal. Jetzt kommt die Flanke. Ne, die kommt nicht durch. McKennie. Da kommen sie in Ballbesitz. Sehr gutes Tackling. McKennie, Gambula. Fast das 0 zu 2. Den haben sie doch schon fast drin gesehen. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Naja, der ging doch da vorbei. Der ist nämlich hinten an den an die Stange da gegangen, an die Tornetzstange, und deswegen ist er nicht reingegangen. Ja,
Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Und der kommt durch auf Krüger. Das sieht vielversprechend aus. Flagge kommt ganz weit. Ball ist wieder und dann ist es da die Querlatte, die das 0-2 verhindert. Also jetzt noch ein bisschen drin im Spiel, oder? Aber nur 1-0. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Ja, wir tun uns schwer. St. Pauli gegen Heidenheim nur 0-1. Was heißt nur 0-1? Es steht 0-1. Schalke kann zufrieden sein mit der bisherigen Leistung. Aber mal schauen. Sich von Königsblau natürlich auch so weitergehen. Dein Aufsteiger tut sich gut, tut sich schwer, unser Pauli hinten halt. Aber wir führen wenigstens im Gegensatz. Aber gut, wir haben auch nicht die volle Truppe dabei. Wir haben auch ein paar Ersatzspieler dabei, die heute mal ein bisschen eintreten dürfen. Das kann auch damit zu tun haben. Aber gut. Aber da müssen wir reingehen. Gambula! Ja, der war aber ja auf der als Flanke mal Flankengott. Die Flanke gut spielt. Aber demnächst läuft er in den Farben von Inter Mailand auf. Jeder ist Aguedes. Es ist wichtig. Von Paris, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Der Angriff könnte was werden. Keine Gefahr mehr. Kolasina, super gelöst da. Okay, war kein Abseits. Ich dachte, jetzt kommt der Pfiff, den hätte ich was erwartet sogar. Guter Ball. Eingabe in die Mitte. Das muss das 2-0 sein. Das muss das 2-0. Der steht frei am 5-Meter-Raum und kraut das Ding da vorbei. Also da muss das 2-0 fallen. Definitiv. Rücker. Aber gut. Das lässt weh noch ein bisschen hoffen. Aber wenn wir das 2-0, wenn wir jetzt ein bisschen Ruhe reinkriegen, wenn wir das 2-0 machen, dann sieht das ein bisschen anders aus. Weil sonst geht das hier wieder erwarten in die Verlängerung oder vielleicht sogar ins Elfmeterschießen. Und wer da weiterkommt, das ist immer eine Glückssache. Ich hatte mich noch viel Glück dabei, dass zum Beispiel die Bayern die ersten beiden Elfmeter verschossen haben. Und jetzt gibt es Elfmeter. Jetzt gibt es mit dem Elfmeter. So, was sagt der Schiedsrichter? Lässt er ihn atmen? Ja, lässt er ihn atmen. Das ist ein Elfmeter. Ja. Aber der Schiedsrichter zeigt ihm keine Karte, Buschi. Strafstoß natürlich. Na, das hätte aber auch gelb mal Elfmeter, also gelb Minimum geben können. Wenn nicht sogar glatt rot, aber es gibt. So, Krüger, der hat ja schon, der war. Du wisst ja jetzt, wie es geht mit dem Elfmeterschießen. Können wir mal an der Liga an. Warte mal. Pass. Im Pfostentor. 2-0. 64. Minute. Die Wiederholung dieses Elfmeters zeigt, wie eng das war. Millimeter entscheiden über Treffer oder Fehlschuss. Der Ball zunächst am Pfosten und springt dann doch über die Linie. Das war Glück. Ja, 2-0 der jetzt Zwischenstand. Mit seinem ersten Tor am DFB-Pokal. Im Moment Tor läuft es natürlich für sie. Die Nummer 14, Florian Krüger. So, die besten Schützen hatten wir uns letzte Saison, das waren zwei oder drei sogar von uns. Mit vier Toren. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Ja, der ja. Stelle, so, Krüger, der jetzt aber schon auch, der hat sein Tor gemacht jetzt. Der ist natürlich jetzt extrem heiß und das macht er sogar das zweite hinterher. 0-3. Wir stehen in Runde 2. Letzte Saison gab es in der ersten Runde das 5-1 zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Und dann geht er schön hinten ins lange Eck. Das wird heute wohl nichts mehr für sie. Das Spiel ist fast vorbei. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ja,
Mal schauen. Ja, ich denke, wir können auch gleich mal wechseln. Also wir haben das Ding nach, wir fahren das Ding jetzt erstmal nach Hause, das ist das Wichtigste. Das sind drei Punkte, wollte ich gerade sagen. Es ist aber keine drei Punkte, das ist die Buchung der nächsten Runde. Tommy! Und Gambula verschießt diese Situation. So, Krüger mal reinbringen. Draußen den Fall. Jetzt geht er runter. Jetzt kommt Kutucu. Überragende Leistung heute von ihm. Mark Leis. Neu im Spiel. Die Nummer 10. Sebastian Nowka. Doppelter Spielerwechsel bei Schalke. Vom Feld gegangen. Die Nummer 19. Silver Gandula. Und mit der Nummer 14. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Neu auf dem Feld. Die Nummer 15. Ahmed Kutucu. Das Zuspiel draußen auf den Flügel. So, kurze Wechsel durchgekriegt. Das habe ich gerade euch noch im. Gutes Pressing jetzt. Hat er ja mitbekommen, wer rausgegangen ist, wer jetzt dabei ist, neu. Da haben sie Platz jetzt vielleicht. Und das ist Kutucu, der auf der Leihliste steht. Den ich eigentlich müsste, dass er in der Bundesliga jetzt einplane und hier sogar sein Tor macht. 81. Minute. Ich würde ihn ja gerne noch für ein Jahr verleihen, aber vielleicht ist er doch eine Alternative für uns. Ja, wir stehen ja eh safe in der nächsten Runde. Wir sind jetzt mit 4-0 vorne in Wiesbaden. Schauen wir uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. 81. Minute, 0-4. Das 4-0 ist schon deutlich. Schalke 0-4. Heute ist nicht der Tag der Überraschungen, zumindest nicht in dieser Partie. Nee. Dazu haben sie einfach zu wenig. Aber was die Wiesbadener da hinten nochmal verteidigen. Ja, jetzt haben sie jetzt nochmal. Es ist wirklich leise im Stadion. Mit Glück überstanden. Die Partie hat bei den Fans Spuren hinterlassen. Sie scheinen wirklich geschockt zu sein. Aber die Mannschaft heute auch unterirdisch. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Guter Vorstoß. Kann was werden. Und jetzt ein Schuss. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Dragovic. Super gelöst da. Könnte den Konter geben. Er gibt doch den Konter. Kutucu. Macht der Evert ein zweites Tor. Die Abwehr muss weiter was abseilen. Ja. Genau wie letzte Saison. Fünf Tore in der ersten. In der ersten Runde. Alles richtig gemacht. Hat alles gepasst. Und sie dürfen zu Recht jubeln. Kurz vor Schluss treffen sie ja nochmal. Gewonnen war das Ding natürlich vorher schon, aber ich finde es gut, die spielen weiter nach vorne. Ja, er so. Kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. 90. Minute, 5-0 der Endstand. In dieser Pokalrunde, zumindest souverän in die zweite Runde eingezogen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auf den Spielstand aus. Die Nummer 15, Ahmed Kutucu. Bloß keine Blamage in der ersten Runde und das haben wir abgewendet. Mehr war es auch heute nicht. Hauptsache weiter in der nächsten Runde. 5-0 der Endstand. Sehr souverän. Passt. Ja, eingewechselt und seine zwei Punkte gemacht. Klasse Leistung hat dann am Ende ja auch zum Sieg geführt, also er kann rundum zufrieden sein. So. Ja, 34. Minute Gambula, dann 64. Krüger, Elfmeter, 70. Krüger, 81. 90. Kutucu und damit war es am Ende das 5-0. Mit 1-0 führte man zur Pause durch Gambula, ja, und dann kam halt Kutucu am Ende. Nur noch Bischpark noch. Hier sehen wir das 1-0. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total. Und war immerhin noch in Elfmeter getroffen. Oder per Elfmeter getroffen. So, Interview nach dem Spiel. Verdient ist es. Wir haben 7-1 Torschüsse gehabt. Und damit was. St. Pauli ist sogar raus. Also die gegen Heidenheim. Die stehen mit dem 2-1 in der nächsten Runde.
Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Gut, der hat ja schon gegen Dortmund gespielt, ne? Hauptsache nicht verlieren, nicht rausfliegen, sondern einfach das Ding irgendwie nach Hause fahren. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, und ich brauche ihn halt auf rechts außen. Für mich ist das kein Neuner da vorne drin, sondern rechts außen. So, und das nächste Spiel ist in der Liga, der dritte Spieltag, dann gegen Arminia Bielefeld. Aber ich bin mal gerade kurz noch schnell die Nachrichten gucken. Ja, weißt du, da muss er gucken, definitiv immer noch seine Fehler, hat er seine Fehler drin gehabt. So, die ersten 166.000 gehen auf unser Konto. Yannick Gerhardt. Ah, kriege ich noch nicht zu, den Transfer. Dafür fehlt mir noch das ein oder andere Sümmchen an Geld. Weil da noch ein paar Spieler noch gehen sollen. Aber gut, das ist dann Zukunftsmusik. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Spiel. Oh, die Madrid, Philippe, okay. Das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Dann geht's weiter. Ne? Bis dahin und tschüss.